Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Zelda Oracle of Seasons. Wir sind in der... was von der Hölle ist das? Lässt du... Na, fängt ja schon mal gut an. Moment, haben wir gleich... Wir sind in der... Giftmottenhöhle. Gut, und ja, Ziel dieser Session ist, diese Höhle zu schaffen. Ich glaube, das werden wir auch mit Leichtigkeit schaffen. Ja, ich stehe mich schon wieder richtig dämlich an. Naja. So. Gut, gehen wir erstmal nach oben. Achso, ich habe hier noch keine Feder. Okay. Ja, nee, gut. Ich weiß noch nicht, was das ist. Okay, also ich kriege auf jeden Fall hier eine Feder, so wie es aussieht. Nein, böser Griffel, böser Griffel. Nein. Ich hasse diese Hände. Okay, gehen wir erstmal nach links. Moment, haben wir gleich. So. Verteidigung ist der beste Angriff gegen Stachliges. Ja, nee, wirklich. Ach gut, dass du es sagst. Boah, richtig hilfreiche Information. Ich frage mich, wie der Endgegner hier aussieht. Wenn es eine Giftmottenhöhle ist? Ob es eine Riesenmotte ist? Mal sehen. So. Rubine, meins. Gut. Die Hände sind weg und... Dachte ich mir. Gut. Ach so, die Fichte. Ich gehe erstmal hier lang, mal sehen, was hier ist. Ah, okay. Da muss ich dann drüber nachher springen. Okay, kann ich hier dann irgendwo weiter? Nö, gut, dann mache ich erstmal den Raum. Ja, lässt sich natürlich nicht von der Seite öffnen. Na komm, schneller. So, haben wir erstmal den Schlüssel. Mal sehen, wo wir den brauchen das erste Mal. So, dann laufen wir erstmal hier die Treppe runter. Hoch. Achso. Bombenkaninchen. Ich tippe mal darauf, dass ich hier einen Schlüssel bekomme. Nein.
Yay. Bomben. Wenn das nicht verdächtig aussieht, dann weiß ich auch nicht. Karte. Gut, ich brauche keine Ernst. Ich habe ja genug. Okay. Gehen wir jetzt mal da rüber. Hallo? Gut. Okay. Klar. Gut, dann noch einmal. So, der muss dahin, der kann dahin. Die können auch erstmal runter. Den schiebe ich zur Seite, den dann dahin, den dann runter. Gut, funktioniert. So, perfekt. Das ist der Endgegner. Nein, aus. Na gut, hat sich ja gelohnt. Gut, dann gehen wir halt doch durch die Türe. Nee, da muss ich auch springen. Ja. Gut, dann gehen wir erstmal ohne den Schlüssel hier runter. Mal sehen, was wir hier bekommen. Na, lass mich doch an die Kiste. Hier ist doch richtig viel. Das heißt, ich muss jetzt erstmal da durch die Türe. Lass mal kurz wechseln. Ich nehme mal den Bumerang. Wow! Rast halt aus. Eine Greifenfeder, uhu. Ich würde sagen, ich erstmal. Nein! Gut. Hat sich ja dann erledigt. Ist das der Raum, wo ich vorhin war? Tatsächlich. Okay, dann gehen wir jetzt halt wieder zurück. Und wieder hier hoch. Ah. Yay, und nochmal von vorn. Ich sollte ab und zu mal auch springen, ey, das ist sagenhaft. Thank you.
Trommel. Gut. Jetzt aber. So. Und dann hier runter. Und hier kommen wir hier in den Bereich. Ich glaube, ich höre erstmal hier oben lang. Nein, nein. Hat sich ja gelohnt. Na komm, 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 komm. Ich stelle mich gerade an wie ein totaler Profi. Wirklich. So, jetzt aber. Hoch hinaus zu gelangen. Yay, richtig hilfreich. Nein. Gut. Haben wir erstmal einen Kompass. Und ich denke mal, ich muss das ein bisschen verschieben, damit ich da drüben rauskomme. Ist klar. Ja, dann zieh halt ein Armband an. So. So. Nein, nein, nein. Oh. Ist hier noch was löslich? Springen. Oh, verdammt. Ich brauche mal ein paar Herzen. Ringsrum. So, na komm, verschieb's doch endlich. So. So, sind wir hier? Moment. So. Da. Ein Schlüssel. Oh, hab ich hier so viel Lust. Nein! Scheiße. Ich will nicht sterben. Hi. Huhu. Gut, da haben wir es schon mal geschafft.
Aber so wie es aussieht, muss ich wieder zurück. Ach du Scheiße. Ich ahn's schon. Ich gehe hier Game Over.